Heyo Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge von Wood Live. Hä, Basti, du hast doch gesagt, das ist ein Stream-Projekt. Warum kommt dann jetzt eine Folge auf YouTube? Das hat folgenden Grund. Wir haben die Regel, dass immer montags ein Update-Video kommt. Das heißt, alles, was man in der Woche während dem Stream macht, darf man in einer Folge zeigen. Und das Projekt soll nämlich weiterhin ein Stream-Projekt bleiben. Und ich zeige euch jetzt an die, die im 24-Stunden-Livestream nicht dabei waren, was wir in diesem Projekt geschafft haben. Ich möchte mich vorher erst noch entschuldigen, dass jetzt Samstag, Sonntag, Montag, also heute. Moment, mir ist was runtergefallen. Ey, geil, ne? Professional. So, okay. Samstag, Sonntag und Montag sind einige Folgen ausgefallen. Das lag daran, weil ich halt 24 Stunden Livestream gemacht habe, täglich momentan 4 Videos hochgeladen habe. Und ja, ich habe mir da jetzt einfach eine Auszeit gegönnt, sage ich mal, damit es nicht zu viel wird. Aber das Ganze soll ab morgen eigentlich wieder weitergehen, also ab Dienstag. Und sorry, dass die 4 Craft Attack Folgen asynchron waren. Das liegt daran, ich nehme mit einem neuen Programm auf. Die Einstellungen haben gefailt und ich hatte keine Zeit mehr, das richtig wirklich hinzukriegen, damit es auch online kommt. So. Gut, jetzt müsste aber eigentlich alles passen. Wir starten, wir drücken auf Multiplayer, wir gehen hier auf den Server drauf und ich zeige euch, was ich im 24-Stunden-Livestream und... Oh Gott. Ich... Verschwinde. Oh Mann, Leute. Okay, erstmal willkommen hier auf meinem Grundstück. Ja, hier steht Basti und hier habe ich mich angesiedelt. Und ihr seht, es ist schon einiges entstanden, ne? Ich habe hier angefangen einfach zu bauen und Veni hat sich dann zu mir gesellt. Der war dann gleich mein, hat natürlich tolle Sachen gefunden, aber das erfahrt ihr bestimmt von ihm. Ich werde hier die Farm zusammen mit Veni benutzen. Bauen werden wir aber einzelne Häuser. Also ich baue hier mein Haus, Veni baut irgendwo anders. Wo genau, kann ich euch nicht sagen. Und ja, es geht hier in dem Modpack natürlich um viel Essen. Und Essen gibt's hier. So, alle Teilnehmer findet ihr natürlich in der Beschreibung. Also wundert euch nicht, es sind nur die Twitch-Kanäle verlinkt. Weil es ist halt ein Streaming-Projekt und wir wollen dadurch Twitch eben in Aufmerksamkeit, also in den Vordergrund rücken und nicht YouTube diesmal so. Deswegen kommt auch nur montags die Update-Folge. So, wir haben hier Kürbisse, wir haben hier Blackberry... Ach nee, fuck, ich hab die ja jetzt gegessen. Ich wollte daraus eigentlich das hier machen. So, genau. Gut, gehen wir hin und bepflanzen das. Ist das richtig? Oh nein, die Pflanze hier ist falsch gewachsen. Sag mal, was hast du überhaupt gelernt? Ne, egal. So, und so, genau. Dann haben wir hier Candleberry. So, das werde ich auch gleich hier einmal wieder neu anpflanzen. So. Und hier, zack. Dass wir erstmal hier Pflanzen haben. So, 1, 2, 3, 4, 5 brauche ich. Den Rest kann ich dann direkt zum Essen benutzen. So, die Pflanzen muss man auch gar nicht zwangsweise abreißen, so wie ich es hier gemacht habe, sondern einfach nur rechtsklicken, wie zum Beispiel hier bei der Gurke. Rechtsklick und es sind direkt wieder Seeds drin. Das ist einfach genial. Und das hier ist Brokkoli und hier nochmal Gurke. Einfach rechtsklick machen und dann könnt ihr das auch so 1, 2 machen wir mal, zack. Können wir dann direkt wieder anpflanzen. So, okay. Und Brokkoli nachher mache ich das auch. Hier habe ich Strawberry, also die Erdbeeren, einfach rechtsklicken. Und es kommt alles in euer Inventar. Und hier nochmal andere Erdbeeren. Einfach rechtsklicken und dann fließt es hier entlang. Okay, auch gut. Der da muss weg. Machen wir einfach weg, genau. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Raspberry. Hier haben wir Cantaloupe. Und hier haben wir eben den Kürbis. Es soll halt noch mehr werden und das Essen kommt dann einfach direkt mal hier rein. So, gut, zack und zack. Okay, ihr seht, ich war auch gerade, gerade im Stream war ich unter der Erde und habe hier ein bisschen was gefunden. Und die haben wir auch schon. Und ja, so, eine Klingel habe ich gecraftet. Einfach so.
Weil ich es cool finde. Und hier bauen Revi und Cheetah. Oh, die haben da hinten schon einen Villager-Zombie. Was geht bei denen denn ab? Okay. Ja, und das ist unsere Welt eben. Ich finde es sehr cool, dieses Modpack. Und da hinten ist der Spawn, wo die ganzen Grabsteine in den Himmel strahlen. Ne? Modpack ist cool. Es macht Spaß, die Gegend hier zu erkunden. Und es macht Spaß, einfach mal nichts mit Magie oder Technik zu zocken, sondern mehr so auf Pflanzen, ne, und so weiter. Ich will auch hier eine Hühnerfarm mir dann gönnen. Ein weiterer Nachbar von uns ist hier auch Spark, der baut in diesem Gebiet. Och, der hat hier schon angefangen, okay. Gut. Dann würde ich sagen, war's das mit der allerersten Folge Wood Live. Und Leute, Streams werden angekündigt auf YouTube oder auf Twitter. Deswegen am besten, am allerbesten, wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, folgt mir auf Twitter, Leute. Geht auf Twitter. Drückt auf Folgen. Da werden die Streams nämlich immer angekündigt, da das Twitch mit Twitter verbunden ist. Sobald ich online gehe, kommt eine eine Twitter-Meldung. Pam! Und ich bin online, ne? Also, falls ich mal kein Ankündigungsvideo hochlade oder falls die Abo-Box spinnt, Twitter ist vertraulich. Twitter funktioniert. So. Und ich würde sagen, meine Freunde, damit ich nicht hier jetzt anfange, direkt mit irgendwas zu bauen, ne, beende ich die Folge hier. Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch Wood Live gefällt. Und wie gesagt, Leute, es kommt immer montags, wie viel Uhr, weiß ich nicht. Und es wird jede Woche auf jeden Fall einen Wood Live Stream geben. Und ja, bis dann und tschüss, meine Freunde.